So, hallo und herzlich willkommen zu diesmal Stellaris. Und zwar war meine Idee, dass ich eventuell eine Menschheit mir zusammenbaue, die auf einem Planeten, der kurz vor der Vernichtung steht, wohnt. Warte mal, wir haben ja hier sogar vorbereitete Menschen schon. Der Staatenbund der Menschen und die Vereinten Nationen der Erde. Ist die Frage, ob wir die wollen oder ob wir uns selber welche bauen. Leuchtende Freiheit, idealistische Grundlage. Also die Vorgeschichte, die ich mir überlegt habe, ist, dass es nicht funktioniert hat, den Klimawandel aufzuhalten und die Menschheit daher irgendwie inmitten von sterbenden Lebensgrundlagen herumläuft. Natürlich macht das den Planeten wenig aus, aber den Menschen halt schon, weil wenn die meisten Tiere, die man isst, nichts mehr zu fressen finden und wenn die meisten Pflanzen, die man isst, nicht mehr wachsen können, dann hat man irgendwie ein Problem. Und daher hat die Menschheit angefangen, Geoengineering zu betreiben. Und das hat nicht so gut geklappt und darum geht jetzt der Planet kaputt. Vielleicht hat die Menschheit, ich weiß nicht genau, was jetzt passiert sein könnte, vielleicht hat die Menschheit angefangen, einen näheren Orbit bzw. einen ferneren Orbit zur Sonne zu suchen oder irgendwelche Spiegel zwischen die Sonne und die Erde zu bauen, damit die Klimaerwärmung aufgehalten wird. Und das hat halt dazu geführt, dass der Orbit der Erde instabil wurde und die Erde in, keine Ahnung, vermutlich 50, 60 Jahren explodiert. So. Jetzt müssen wir uns überlegen, also da ist dann wahrscheinlich auch der Kapitalismus kaputt gegangen, weil es gibt kein Weiter-so mehr und die Wirtschaft kann einfach nicht weiter expandieren, es funktioniert nicht und einige wenige Oligarchen haben sowieso schon alles und daher kann man auch die Massen nicht weiter ausbeuten. So, welche Staatsform dann danach kommt, ist fraglich, aber vermutlich, wenn die Menschheit eine Chance haben sollte, von der Erde wegzukommen, wird es vermutlich irgendwie so in den technokratischen Bereich reingehen und vermutlich werden die persönlichen Freiheiten auch erstmal eingeschränkt. So, das heißt, wir brauchen hier, zack, Menschen weiter und die nennen wir Menschen, 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 Menschen. Also Mensch, Menschen. Menschlich. Ich habe keine Ahnung, wie die deutsche Übersetzung funktioniert. Ich habe die nie gespielt bisher. So, das ist das Überlebenskomitee. Nennen wir mal Raumflotte. Nennen wir das. RF. Okay. Nicht Säugetier, wir brauchen Menschen. VN ist die Vereinten Nationen. Okay, das wäre quasi hier so. Wir können auch hier, die haben sich wieder romanisiert alle, aber wir nehmen mal die Vereinten Nationen, da haben wir dann alle möglichen Namen, die wir annehmen können. Eigenschaften, okay. Was nehmen wir da? Wir brauchen wahrscheinlich erfinderisch schon. Ist ja eine Technokratie, dann macht das auch Sinn. Ein Stück weit. Energiecredits von Jobs. Das ist erfinderisch. Brauchen wir nicht eher intelligent dann? Ich glaube, wir brauchen eher intelligent. Okay. Wir nehmen nicht anpassungsfähig, weil das ist ja gerade das Problem, weswegen wir von der Erde abhauen. Wir nehmen streitsüchtig und verschwenderisch, weil das ist auch nämlich genau eins der Probleme. So, was können wir denn dann noch nehmen? Stark, fügsam. Reichsausbreitung von Bewohnern, okay. Wir nehmen schnelle Fortpflanzung. Und wir haben noch zwei Eigenschaftspunkte, aber keine.
könnten wir nicht anpassungsfähig wegmachen und dann haben wir unsere Punkte verteilt. Okay. So, weiter. Heimatweltname ist natürlich die Erde und daneben Sol. Erde. Sol ist das System. Und wir nehmen kontinentale Welt. Sehr gut, ja. So, dann brauchen wir den humanoiden Stil. Weiter. Und dann brauchen wir unseren Ursprung. Das ist Apokalypse. Warnung, Herausforderung, eure Heimatwelt wird 35 bis 45 Jahre nach Spielbeginn explodieren. Wertvolle Ressourcen aus dem Mantel der explodierenden Planeten fördern die Produktion an der Oberfläche. Es tauchen keine garantierten bewohnbaren Welten in der Nähe eures Heimatsystems auf. Das ist halt dann auch schon die Schwierigkeit hier. Okay. Udi. Regierung und Ethik haben wir gesagt. Wir brauchen... Wollen wir fanatisch materialistisch oder nur materialistisch? Und dann autoritär, materialistisch und militaristisch. Wie ist das? Dann machen wir lieber kein Unternehmen, weil wir machen oligarchisch. Und Technokratie können wir nicht, oder? Nee, dann nehmen wir das raus. Und dann nehmen wir Technokratie. Und was ist ein Schattenrad? Bewohner, Ressourcenproduktion, Code knacken plus 1. Diese Gesellschaft wird unbemerkt von ihren eigenen Bürgern aus dem Hintergrund von einem geheimnisvollen Schattenrad manipuliert. Okay. Sagen wir mal Naturschützer, weil... Man hat ein bisschen was vielleicht gelernt aus der Vergangenheit. So, die Beraterstimme, dann nehmen wir den Technokraten. The laws of science govern all. Okay, das ist... Did you know that my internal power core has an effective blast yield of over 5 megatons of TNT in the event of a catastrophic overload? Okay. Nehmen wir den Technokraten. The blind masses. So, und das Menschmandat. Nein. Menschisch. Da nennen wir das natürlich. Überlebenskomitee der Terraner. Terranisch. So. Weiter. Mensch, okay, nehmen wir das hier vielleicht. Nicht, ob mir das so gefällt. Sekundärfarbe. Andere Symbole hier, das ist ja, weil wir in den Weltraum aufbrechen, aber das ist eigentlich mehr Vereinte Föderation der Planeten. Nehmen wir mal das Atomium hier. Und das Schiffdesign. Oh, wow. Das ist neu. Humanoid. Dass man hier jetzt auch sich die Schiffe von allen Seiten ansehen kann, ist neu. Das ist ein Säugetierschiff. Okay. Das wäre Humanoid. Reptil. Interessant, Vogel. Das sind natürlich auch sehr schicke Schiffe. Hm.
Sehr schick. Das ist ein Schlachtschiff, interessant. Nehmen wir mal das Imperiale hier, das sieht doch einigermaßen. Sieht doch einigermaßen, wie sagt man, gebrauchsfähig aus hier. Ja, weiter. So, unser Herrscher ist Carmen Saldana. Valeria de Vargas. Celine Dubois. Wow, jede Menge Frisuren gibt es mittlerweile. Nakagawa. Okay, warum nicht? Farbvarianten Raum. Und das sieht okay aus, ja. Das sieht aus, als würden wir auf dem letzten Loch pfeifen. So, was ist denn hier Oligarchenkleidung? Könnten wir das nehmen hier? Okay. Generaldirektorin, und es gibt kein Erben, es wird immer jeweils gewählt. So. Es ist hier. Was ist jetzt besser? Ich meine, das ist ein bisschen sehr dekadent. Das ist so eine Fantasieuniform. Nehmen wir das hier. Okay. So, da haben wir unser Wissenschaftsdirektorat, das Überlebenskomitee der Terraner. Und nun wollen wir mal einstellen, was wir hier ansonsten für Sachen haben. Also wir wollen riesig, dauert ewig. Machen wir mal eine winzige. Machen wir mal. Ah nee, wenn wir winzig machen, brauchen wir schon eine kleine. Weil dann können wir eine Spirale machen. Spiralgalaxie, wie wir auch eine haben. KI-reiche zufällig 3 bis, sagen wir mal, 5 bis 10 ist okay. Bitte keine Startvorteile, gefallene Reiche 0, sagen wir mal 1 bis 2. Marodeurreiche 1. Das ist alles normal. Primitive Zivilisation 5-mal. Krisenstärke, Krisentyp zufällig. Ja, zufällig. Anfangsjahr Midgame, Anfangsjahr Endgame, Siegesjahr, sagen wir mal, im Jahr 3000 sind wir fertig. Schwierigkeit, sagen wir mal Kapitän, skalierte Schwierigkeit ist aus, KI-Aggressivität ist normal, Reichsplatzierung Zufall. Hyperraum, bla 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 bla. Iron Man Modus lassen wir mal an. Und dann geht's los. So, wollen wir mal gucken. Überlebenskomitee der Terraner. Erde stirbt. Unsere Heimatwelt war bereits seit Jahrtausenden von Erdbeben und Vulkanausbrüchen heimgesucht worden, ehe unsere Wissenschaftler das Undenkbare bestätigten. Ihre Berechnungen zeigten, dass sich unser tektonisch instabiler Planet binnen ein oder zwei Jahrhunderten selbst zerreißen würde. Da wir diesen Prozess nicht aufhalten konnten, wurde uns klar, dass unser Überleben als Spezies von unserer Fähigkeit abhängen würde, Erde zurückzulassen und anderswo unter den Sternen Zuflucht zu finden. Es folgte ein beispielloser industrieller und technologischer Aufschwung und unsere Zivilisation entwickelte sich rasch vom primitiven atmosphärischen Flug zur frühen Raumfahrt. Die ersten hyperraumfähigen Schiffe sind nun bereit, doch es bleibt nicht viel Zeit. Wir müssen eine neue Heimat finden. Beginnen. So, Francesco Di Bartolomei ist ein Physiker und der möchte bitte
Ja, wir machen mal hier. Und monatliche Einigkeit, ja. Und hier brauchen wir Gaussgeschütz. Gaussgeschütz, so. So, Bernhards Stern scheint eine Wüstenwelt zu haben. Da können wir mal hingucken. Deaktiviert. Ach so, okay. So, das ist Veronique Pessilier. Die soll mal hier hinfahren und sich das angucken. Und das Konstruktionsschiff möchte doch bitte... haben wir noch nicht genug. Können wir irgendwas verkaufen? So, dann bauen wir hier bitte Bergbaustation. Und los geht's! Das Ende ist nahe. Da Erdbeben und vulkanische Aktivitäten auf Erde immer häufiger und intensiver werden, können unsere Wissenschaftler nun genauer vorhersagen, wann das Ende kommt. Sie schätzen, dass wir 35 bis 45 Jahre haben, bis der Planet explodiert. Die Bedingungen auf der Oberfläche werden sich bis dahin stetig verschlechtern. Die einzige gute Nachricht ist, dass die heftigen tektonischen Bewegungen den Zugang zu den reichen Ressourcen des Erdmantels erleichtert und unsere Produktionskapazität erhöht haben. Okay. Schauen wir mal. Verwüstung 7, ja, super. Oh, wow. Wir haben plötzlich Minus an. Ein Minus an Dingens. Kolonieschiff brauchen wir 200 Nahrung, okay. Construction online. Bau von einer Bergbaustation. Oh, die Entdeckung von Alienleben. Die RF Voyager hat auf Barnard Star einen verblüffenden Fund gemacht. Auf dem Planet wimmelt es nur so von Alien-Lebensformen. Zum ersten Mal in unserer Gesellschaft sind wir auf Lebensformen getroffen, die nicht von der Erde stammen. Diese erstaunliche Entdeckung hat jene zum Schweigen gebracht, die glaubten, wir wären allein im Universum. Obwohl keine der Alien-Kreaturen auf Barnard Star 2 fühlend sind, ist es wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis wir auf fühlende Wesen treffen. Wahrscheinlich sind wir nicht alleine hier draußen. Im Orbit Bergbaustation abgeschlossen und hier haben wir was gefunden, aber das lassen wir erstmal sein. Ganz Überlebenskolonie der Terraner ist von den Neuigkeiten über Alienleben begeistert. Die Aliens sind nach menschlichen Standards zwar kaum intelligent zu nennen, aber diese faszinierenden Wesen lassen sich nicht so leicht klassifizieren. Letzteres ist ein Hinweis auf die unglaublichen Komplexitäten und Möglichkeiten des Universums. Interessant. So. Oh. Unsere jüngste Begegnung mit fremden Lebensformen hat die alte Debatte darüber, wie wir mit potenziell intelligenten Zivilisationen in Kontakt treten sollen, neu entfacht und plötzlich noch dringlicher gemacht. Während einige dafür plädieren, sich darauf zu konzentrieren, so schnell wie möglich freundschaftliche Beziehungen aufzubauen, indem man mit einer Friedensbotschaft kontaktiert, raten andere zur Vorsicht und weisen darauf hin, dass wir nicht wissen können, ob sie uns gegenüber böse Absichten hegen. Und dass es unklug wäre, zu viele Informationen über uns offenzulegen, bevor es wirklich notwendig ist. Eine dritte, radikalere Gruppe drängt auf präventive Maßnahmen, da die Sicherheit aller Menschen auf dem Spiel steht. So sagen sie, sollten wir nicht zögern, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Oberhand über jede potenzielle Bedrohung zu halten. Wir haben momentan keine andere... Ja, Vorsicht ist immer gut. Okay, machen wir Vorsicht. System charted. Okay, also, da haben wir ein... Zack. Da haben wir ein System mit einem Planeten, wo wir notfalls... evakuieren könnten hin. Allerdings 20% Bewohnbarkeit ist jetzt nur auch nicht so viel besser als unsere Heimatwelt. Ich meine, es ist besser als unsere Heimatwelt, wenn die Heimatwelt nicht mehr da ist. Das stimmt schon, aber... So. Construction online. Brauchen wir einen neuen Dingens und einen neuen Dangens. Ah. So. Und wir sollten vielleicht ein neues Forschungsschiff bauen.
damit wir schneller einen Planeten entdecken, auf den wir evakuieren können. Die Asimov. Okay, rekrutieren. Wen wollen wir hier haben? Wir wollen Mercedes Ruhls. Mercedes Ruhls soll hier hin. Die Crew der Air Voyager ist erfreut, berichten zu können, dass sie die Überreste einer uralten Weltraumreisenden Spezies auf Sirius 2 entdeckt haben, die vor 7 Millionen Jahren den Planeten bewohnt zu haben scheinen. Obwohl unklar ist, warum diese Spezies, die sich selbst als Gruno bezeichnete, aus dem Sirius-System verschwunden ist, haben unsere Wissenschaftler eine vielversprechende archäologische Ausgrabungsstätte auf ihrem Planeten isolieren können. Vielleicht werden nähere Untersuchungen weitere Hinweise liefern. Kurios. Archäologische Stätte, sehr gut. Ganz Überlebenskomitee der Terraner ist begeistert wegen der Nachrichten über die Alien-Überreste, die kürzlich studiert wurden. Die Reste werden als definitiver Beweis dafür gesehen, dass es irgendwann in der Vergangenheit intelligente, zielgerichtete Alien-Aktivitäten gegeben hat. Wir könnten immer noch alleine in der Galaxie sein, aber wenigstens sind wir nicht die Ersten, denen es so ergeht. Bemerkenswert. Okay. Machen wir erstmal Stopp hier. Momentan passiert zu viel. Hier bauen wir... Achso, können wir nicht. Ist noch nicht fertig erforscht. So. Und wir haben nicht genug... Naja, na gut. Wir haben nicht genug Mineralien. So, Ausbreitung. Wir nehmen Ausbreitung. System scan complete. Okay, das System ist fertig. Dann können wir hier eine Sternbasis bauen und dann können wir vielleicht noch gleich hier die Ausgrabungsstätte lostreten. System surveyed. Nice. So, wir bauen hier noch was. So, System erkunden. Haben wir die dreimal. Jetzt hoffen wir, dass da was dabei ist. Durch harte Arbeit und Erfahrung hat Wissenschaftler Veronique Pelletier neue Eigenschaften entwickelt. Okay. Sehr schön. Construction online. Okay. Will ich jetzt sofort ein neues Forschungsschiff haben? Machen wir einfach mal. Ja, Nahrung und Konsumgüter gehen demnächst aus. Okay. So. Alpha Centauri ist auch keine bewohnbare Welt. Das ist natürlich jetzt sehr ungünstig. Anomaly detected. Bei der Erkundung dieses Planeten sind wir durch Zufall auf ein schwaches, unbekanntes Signal gestoßen, das von einem kleinen Objekt im Orbit auszugehen scheint. Das Signal enthält keine Nachricht. Ist es etwa ein Notfallsender? Erforschen wir mal. Und dann können wir das hier... Oh, keine Nahrung mehr. System charted. Uralte Rettungskapsel. Auf einer engen Umlaufbahn um Alpha Centauri 5 wurde eine aufgegebene Rettungskapsel gefunden. Die Kapsel ist mit Brandspuren übersät, die wahrscheinlich von der Explosion ihres Mutterschiffs stammen. Erste Scans legen nahe, dass sie vor mehr als 5000 Jahren gebaut wurde. Die Besatzung der RF Voyager
der Besatzung der RF Voyager gelang es, die Kapsel zu öffnen, in der sie die verwitterten Überreste eines reptilischen Lebewesens in einer glänzenden Uniform fand. Mit den Klauen einer Hand hielt es ein kleines Bild eines anderen Individuums derselben Rasse umklammert, möglicherweise eines Partners oder eines verehrten Anführers. Interessant. Das ist noch eine Wüstenwelt. Warum immer Wüstenwelten? Braucht keine Wüstenwelt. New technology discovered. Ah, neue Forschung. Was nehmen wir da? Anomaly detected. Forst sein lassen und wir nehmen Landwirtschaftsding. Und wir nehmen Einflusskosten, weil wir uns heute ausbreiten müssen, um Planeten zu finden. So, Bergbaustation, Forschungsstation. Anomaly detected. System charted. So, Merkmale sind hier. Wir können mal das hier wegbauen und hoffen, dass New technology discovered. Okay, automatische Erkundung ist gut. Die Orbit. Okay, warte. Alien-Wandmalerei. Während der Durchführung von Oberflächenscans von Saonus 1 entdecken Wissenschaftsoffizier Mercedes Ruiz und die Besatzung der RF Asimov einen anscheinend zugeschnittenen, mit Alien-Schrift bedeckten Felsbrocken. Da sie sonst keine weiteren Anzeichen auf Alien-Aktivität auf dem Planeten gefunden haben, ist es ein Mysterium, wie genau diese Wandmalerei hierher gelangt ist. Wir haben ein Spezialprojekt zur Übersetzung des Texts vorbereitet. Situation Log updated. Okay, und hier die orbitale Telemetrie zeigt einen massiven Einschlagskrater auf der Oberfläche von Yamex Singularity 1. Dieser wurde allerdings nicht durch einen Meteoriteneinschlag verursacht, da der Krater im Verhältnis zu seinem Durchmesser überraschend tief ist. Genau genommen konnte die tatsächliche Tiefe noch gar nicht bestimmt werden, da der Schacht teilweise durch Ablagerung von Gesteinsbrocken verstopft ist, die weitere Orbital Tastungen blockieren. Es scheint, dass die konventionelle Ausgrabung der einzige Weg ist, um herauszufinden, was unter diesen Ablagerungen liegt. Okay. Haben wir hier gleich noch eine. System charted. Strategische Ressourcen, sehr gut. Dunkelmaterie, interessant. Oh, okay. Dann würde ich sagen, reicht das auch für heute. Ist schon ein bisschen was passiert. Wir haben noch nicht wirklich Welten gefunden, wo sich das lohnen würde, hinzureisen, bisher. Also wir haben zwei, die wir terraformieren können irgendwann, aber da sind wir selber jetzt noch nicht so wirklich scharf drauf. Das sind beides Wüstenplaneten. Sollte sich nichts weiteres anbieten in den nächsten Jahrzehnten, dann müssen wir wohl dahin. Aber schauen wir dann mal. Okay, falls ihr Anregungen habt oder so, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten liked das Video oder empfiehlt es Freunden, keine Ahnung. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Aufnahme beenden.